Die Jungs, die spielen aber auch echt richtig, richtig gut. Ich meine, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Mitch kann noch atmen, der ist total unbelastet. Ja, jodeln geht immer. So. Nee, aber ansonsten schönes Spiel. Glück mit dem Wetter. Nicht zu sonnig, kein Regen. Alles gut. Die Zuschauer machen hier richtig schön Stimmung. Also, auch wenn wir verlieren, was jetzt natürlich die falsche Einstellung wäre, aber... es ist alles toll. Ich habe nicht viel mitgekriegt, ich spiele einfach so schnell. Ich spiele gegen eine Mannschaft, die sind alle halb so schwer wie ich. Ich finde es total unfair. Aber ich glaube, dafür schlage ich mir ganz gut und sag mal, Beta-Blocker, die tun den Rest. Genau. Ja? Was ist denn deine Lieblings-Bundesliga-Mannschaft? Meine liebste Bundesliga-Mannschaft? Immer die der Underdog ist. Also wenn Spieltag ist, da spielen zwei Mannschaften. Immer die halt die wenigsten Chancen hat, für die bin ich dann. Okay. Weil der andere macht der deine Stange? Ganz genau. Aber zum Teil auch Bremen oder früher mal Kaiserslautern. Okay. Also ich mag auch immer die Trainer dabei. Früher Winnie Schäfer, den fand ich immer klasse. Und ja, Otto Rehagel natürlich ja, auch. Ja, klar. Nee, ich spiele eigentlich nee, so gar kein Fußball. Ich war gestern mit den Jungs noch ein bisschen Skateboard fahren und das ist die einzige sportliche Aktivität. Ne? Okay. Hast du eine Lieblingsmannschaft in der Bundesliga? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Bin nicht so der, ich gucke kein Fußball, ich spiele... Kein Fußball, mit den Jungs mal so ein bisschen ja. Im Garten, ne? Aber sonst war es das. Ja. Wir rocken das Leben, wir feiern das Glück, wir gehören zusammen, in jedem Augenblick. Wir schauen nach vorn. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht.